Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Mein Gast heute ist seit vielen Jahrzehnten in der bayerischen Politik hochaktiv gewesen und jetzt möchte er aufhören. Ich begrüße ganz herzlich Erwin Huber. Schön, dass Sie da sind, Herr Huber. Hallo. Ich muss noch mal zusammenzählen. Sie waren Generalsekretär, Staatskanzleichef, Sie waren Finanzminister, Wirtschaftsminister, Sie waren CSU-Chef und 40 Jahre, glaube ich, im Landtag. 40 Jahre. 40 Jahre, ja. Genau. Jetzt sind Sie 72 und im Herbst wollen Sie nicht mehr kandidieren für den Landtag. Haben Sie denn das Gefühl, dass nach 40 Jahren sozusagen Ihr Dienst an der Heimat erfüllt hat? Ja, das Gefühl habe ich. Ich glaube schon, dass ich sagen kann, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Und die CSU und die Politik hat mir diese Chancen gegeben, etwas zu gestalten, etwas zu bewegen, für etwas zu kämpfen, zu arbeiten und auch Erfolge zu sehen. Immer wieder wird von Ihnen gesagt, dass Sie mal formuliert haben, Politik macht süchtig und man kommt von dieser Sucht auch nur sehr schwer weg. Jetzt haben Sie sozusagen den größten Schmerz erleben müssen, als das mit dem Parteivorsitz dann zu Ende ging. Man weiß von vielen Menschen, dass sie durch Arbeit dann sowas kompensieren. Würden Sie sagen, dass Sie nach diesem Parteivorsitzverlust das so kompensiert haben? Ja, das glaube ich schon. Und die CSU in meinem heimatlichen Bereich in Niederbayern hat mir die Chance gegeben, weiterzumachen als Abgeordneter. Die Fraktion hat mich berufen als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Damit kann ich, wenn man so will, in der zweiten oder dritten Ebene auch was bewegen. Man kann sagen, das hat schon einen therapeutischen Sinn auch gehabt, ich habe so empfunden. Und das hat mir auch geholfen, also mal etwas Abstand von der Sucht zu finden. Also ich bin überzeugt davon, Politik macht süchtig. Das ist so ein ganz tolles Gemisch von Aktualität. Man ist ja praktisch jede Sekunde am Pulsschlag der Zeit, von Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich auch von Auftritten, von Reden, die man hat, von Zuspruch, die man bekommt. Und diese Mischung, die ist schon ganz etwas Faszinierendes. Und ich habe mich bemüht, in den letzten Jahren also von der Sucht etwas wegzukommen. Ich glaube auch, dass ich durch bin, weil ich entschieden habe, vor 5 Jahren, es ist meine letzte Amtsperiode. Und damit muss man sich umstellen. Aber das ist eine harte Arbeit. Also der damalige Ministerpräsident Beckstein, der zu Ihrer Zeit, als Sie Parteichef waren, Ministerpräsident war, der hat es dann ausklingen lassen. Bei dem ging das zu Ende. Haben Sie mit dem Gedanken auch mal gespielt oder kam das für Sie überhaupt nicht in Frage? Also wir haben Sie alle erlebt, wie Sie dann sofort wieder angefangen haben, weitergemacht haben. Also ausklingen lassen, das wäre nicht meine Sache. Sondern an der Stelle, wo man ist, auch noch etwas bewegen, auch noch etwas tun, für die Leute da sein. Das hat mir Erfüllung gegeben und hat mir auch sehr geholfen. Ich meine, die Leute sagen vielleicht, ja, wir wollen doch eigentlich nicht von Süchtigen regiert werden. Ja? Das verstehe ich, diesen Einwand. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man diesen mörderischen Stress eigentlich nur aushält, wenn man mit Leib und Seele und Tag und Nacht mehr oder weniger in dieser Situation lebt. Man hat ja nicht einen Job. Es gibt nie einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt lege ich mich hin und höre 2, 3 Tage oder vielleicht Wochen nichts mehr davon. Auch im Urlaub ist man im Grunde immer an diesem Pulsschlag drin. Und das hilft uns auch, das ganze Arbeitspensum zu bewältigen. Sucht ist natürlich so ein schweres Wort. Da denkt man an Heroin, da denkt man an Alkohol. Engagiert wäre vielleicht... Workaholic, ja. Also, aber Sie mussten dann natürlich auch so Sachen ertragen, wie dass Leute gesagt haben, dass Sie das peinlich finden. Das haben Sie auch in der Presse lesen müssen, aber das hat Sie nicht angefochten. Ne? Also weil Sie sozusagen vom höchsten Level jetzt 1, 2 oder 3 Stufen vielleicht in der Hierarchie erstmal nach unten gerutscht sind. Es gibt also ein Wort, das man sagt, wer einmal die erste Geige gespielt hat, der tut sich schwer, in die zweite oder dritte, genau, Reihe zu gehen. Das muss man im Kopf verarbeiten.
Also das ist in der Tat etwas, wo man nicht sagen kann, jetzt mache ich das, sondern man muss das verarbeiten. Und ich glaube, es ist falsch, einfach zu sagen, wer in einer Top-Position ist, dass der dann nur noch die Möglichkeit hat von aus. Warum kann man die Erfahrung? Ich habe bis dahin 30 Jahre politische Erfahrung gesammelt. In verschiedenen Positionen, die Sie erwähnt haben, in der Bundespolitik, in der Landespolitik. Warum soll man eigentlich diese Erfahrung auf einmal begraben? Sie einzubringen. Und deshalb ist es ganz erstaunlich, dass junge Kollegen jetzt im Landtag immer wieder zu mir herkommen und sagen, sag mal, wie war denn das, wie habt ihr das gemacht und wie würdest du das sehen? Ich dränge mich da nicht auf, aber ich werde von jungen Kollegen durchaus als Ratgeber gefragt und dann sieht man, dass Erfahrung doch ein Schatz ist, aus dem man etwas gewinnen kann. Ich finde, das unterstreicht das, was Sie sagen, weil Sie haben ja dann für den Wirtschaftsausschuss, waren Sie ja Vorsitzender. Und da hat man dann aber auch gespürt und korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders erlebt haben, aber dass Markus Söder, Horst Seehofer und Ilse Aigner irgendwie dann schon versucht haben, Sie da auszubremsen und jemand anders in diese Position reinzubringen, weil die eben nach dem Motto, der hat die beste Zeit gesehen, dann müsste jemand anders jetzt rein. Gut, es gab einmal so eine kurze Phase. Gerade was Markus Söder und Ilse Aigner angeht, muss ich sagen, habe ich ein sehr unkompliziertes Verhältnis zu beiden, auch in ein ganz offenes Verhältnis und wir besprechen viele Dinge. Horst Seehofer und ich haben natürlich eine lange Geschichte, nicht nur ein paar Jahre, sondern es geht über lange Zeit und wenn man so will, CSU ist eine große Volkspartei. Ich gehöre eher zu dem, sagen wir, liberal-konservativen Bereich. Der Horst Seehofer kommt ja sehr stark aus der Sozialpolitik und da stimmt man natürlich nicht in allem überein. Aber für uns ist beide Platz gewesen in der großen CSU. Wenn wir jetzt noch mal ganz zurückgehen, Herr Huber, dann, und wir uns angucken, wie Sie groß geworden sind, dann sind Sie als Sohn einer Kriegswitwe groß geworden auf einem Einödhof und haben dann allerdings waren Sie Schulbester, konnten aber erstmal nicht Abitur machen, haben das dann, ich glaube, abends nachgemacht. Also Sie haben kein Vitamin B gehabt, um in Ihrer Karriere nach vorne zu kommen. Ist mein Eindruck falsch, dass Sie eigentlich immer kämpfen mussten? Nein, der Eindruck ist richtig. Also einmal musste ich persönlich kämpfen, um diese Bildungschancen wahrzunehmen. Also ich würde nicht sagen, dass ich aus dem Prekariat kam. Dazu hatte ich ein gutes Elternhaus mit meiner Mutter. Aber aus schwierigen strukturellen Verhältnissen. Und dennoch habe ich es geschafft, auch bis zum Hochschulstudium und bis zu einer Ministerposition. Das heißt arbeiten, kämpfen, geduldig sein, zäh sein und großen Einsatz bringen. Da beklage ich mich auch nicht. Ja, Arbeit ist ja etwas Schönes im Leben und nicht etwas Belastendes. Ja. Aber dass die CSU, die in den 60er Jahren, ich bin 68 Mitglied geworden, 67, da war das natürlich eine Honoratiorenpartei, wo gerade am Land die großen Bauern und die Mittelständler den Ton angegeben haben. Und eigentlich haben wir seinerzeit, gerade auch unter Strauß, diese CSU zu einer modernen Volkspartei gemacht, sie geöffnet für alle Schichten des Volkes. Und vielleicht ist die Tatsache, dass einer, der von ganz kleinen Verhältnissen kommt, ohne Vater aufgewachsen ist, dass der dann auch in der CSU realisiert ist, ist auch ein Beispiel, dass die CSU als Volkspartei offen war. Haben Sie andere Karrieren in der Partei gesehen, wo Sie manchmal so gedacht haben, naja, der ist auch mit einem goldenen Löffel groß geworden und der hat Vitamin B gehabt und dass Sie da auch so ein bisschen so eine Ungerechtigkeit manchmal gesehen haben? Es ist immer die Frage, was ist gerecht? Ja? Es ist natürlich durchaus so, dass wie im wirtschaftlichen Leben, auch in der Politik, die Startchancen unterschiedlich sind. Also man kann natürlich schon sagen, wer von einem bei einem Bildungsbereich kommt und von Haus aus schon mit Studium reinkommt, mit 25 Jahren geschniegelt, der hatte einen Startvorteil gegenüber dem, sagen wir mal, der vom Land da kam, aus Niederbayern. In seiner Zeit hat man Niederbayern noch eher sehr rückständig gesehen.
Aber ich habe natürlich auch gesehen, dass ich viele solche Leute überholt habe. Ja? Ja, ja. Und dass das Blendwerk dann doch nur eine Zeit hält. Mhm. Viele steigen ein mit Glamour und Blendwerk als Newcomer. Und, aber auf die Dauer, glaube ich, da gibt es schon eine Auslese in der Politik. Mhm. Und Leistung und Einsatz, Verlässlichkeit, das setzt sich dann doch mehr durch als das Blendwerk. Sie sind dann in den Landtag gekommen, also erstmal klassische junge Union-Laufbahn und dann in den Landtag gekommen. Und dann hat irgendwann mal Franz Josef Strauß gesagt, dass Sie sein Generalsekretär werden sollen. Warum hat er das zu Ihnen gesagt? Was glauben Sie, was Franz Josef Strauß, der damalige Ministerpräsident, an Ihnen so gut gefunden hat? Denn einer, der Generalsekretär ist, der muss natürlich auch kämpfen und auch mal draufhauen. Warum hat er Ihnen das zugetraut? Sehr. Als ich in den Landtag gewählt wurde, 1978, war mein erstes Werk dort, den Franz Josef Strauß zum Ministerpräsidenten zu wählen. Also er hat mich dann so 10 Jahre im Landtag erlebt, hat gesehen, dass ich frei die Reden halte und hat sich natürlich auch beraten lassen von Gerald Tandler und von Edmund Stoiber. Ich weiß, dass Gerald Tandler sehr stark der Meinung war, der Erwin Huber kann das. Und er hat auf diesen Rat gehört und dann gab es eine ganz kuriose Stunde in der Staatskanzlei. Er hat mich geholt, hat mit mir geredet und dann hat er einen ganz langen lateinischen Spruch gesagt. Ich war nur Ministrant, ich habe Latein nicht gekonnt, aber ich habe... Dann hat er gesagt, ja, stimmen Sie dem zu? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann war ich stellvertretender Generalsekretär. Ja. Genau zu der Zeit hat man Ihnen dann vorgeworfen, dass Sie die Bindung zur Basis verloren haben. Also waren das Neider, die das dann sozusagen in die Welt gesetzt haben? Neider gibt es immer. Aber der Wettbewerb, den es immer gibt in der Politik und der Ehrgeiz, der beflügelt natürlich auch. Also ich glaube, dass ich sehr stark an der Basis der CSU immer unterwegs war, vielleicht mehr als meine Vorgänger, aber das gibt es immer. Man hält einmal gute Reden, einmal schlechtere Reden. Ja? Und man ist natürlich, das ist auch das Besondere in der Politik, das ist ein öffentliches Handwerk, ja? Sondern es ist praktisch jeder Schritt, den man geht, jedes Wort, das man sagt, vor allem in einer Spitzenposition, ist der breiten Kritik ausgesetzt. Ich finde das für einen Vorteil in der freien Gesellschaft. Aber das hat natürlich, um allen gefallen kann man nie. Strauß hat ja immer gesagt, wer jedermanns Liebling sein will, ist zum Schluss jedermanns Depp. Das heißt, also, er hat uns eigentlich auch dazu angehalten, klare Positionen einzunehmen, auch kämpferisch reinzugehen. Edmund Stoiber hat, wir haben uns öfter unterhalten, so in Talkshows, wie schlagen wir uns da? Er hat gesagt, ja, wenn wir recht haben, dann ist es ja leicht zu gewinnen. Man muss auch eine schwierige Position halten können. Also so bin ich, wenn man so will, ja, hineingekommen in die große Politik. Kurze Zwischenfrage, das ist jetzt nicht mehr chronologisch, aber haben Sie das bei Ihrem Nachfolger eigentlich vermisst? Dieses Position halten und dann auch dafür kämpfen? Es hat sich die Zeit geändert. Aber es ist in der Tat so, dass ich glaube, dass die CSU groß geworden ist, weil man eine klare, berechenbare Linie gesehen hat. Aus meiner Sicht ist es in den letzten 10 Jahren nicht mehr so klar gewesen, sondern es war ein bisschen mehr nach dem Zeitgeist orientiert. Man muss sich auch anpassen. Das ist ja die Schwierigkeit. Man kann nicht natürlich auf einem Punkt wie 1990 oder 2000 stehen bleiben. Das ist schon klar, aber man kann trotzdem auch die neuen Positionen halten. Man muss eigentlich jede Änderung begründen. Und ich glaube, die CSU wird dann wieder zur alten Stärke kommen. Das traue ich auch Markus Söder in Bayern zu, wenn die Berechenbarkeit, die Verlässlichkeit, die Gültigkeit der Aussagen längere Zeit anhalten. Sie sind dann mit 92,7% als niederbayerischer Bezirksvorsitzender gewählt worden. Nicht? Und dann hatten Sie, also waren Sie Generalsekretär und niederbayerischer Bezirksvorsitzender. Das ist dann so das Ticket in ein Ministeramt. War Ihnen das in dem Moment klar? Ich meine, dann hatten Sie ja auch in der Partei eine
ungeheure Stärke mit diesen beiden Positionen? Ich war 15 Jahre mehr oder weniger der erste Mann der CSU Niederbayern. Und das ist ja auch ein Teil meiner politischen Bilanz. Aufsteigerregion Niederbayern, das habe ich ja geprägt. Also das ist der Einsatz für die Heimat. Daneben war natürlich die große Politik. Ja, ich war eigentlich sehr verwundert, 1994, als mich Edmund Stoiber gefragt hat, ob ich in sein Kabinett gehe, ob ich Minister werde. Noch dazu dann in der Staatskanzlei. Denn es gab ja in den Jahren vorher doch eine Dualität zwischen Weigel und Stoiber. Und Sie waren eigentlich ein Weigelmann? Ich war ein Weigelmann, ja. Das hat auch der Edmund Stoiber gewusst. Und ich habe dann gesagt, ja, du bietest mir an, mehr oder weniger deine rechte Hand zu werden, obwohl ich aus dem Weigellager komme. Ja. Sind zwar nicht feindliche Truppen, aber immerhin. So, ja. Ziemlich feindlich. Ja. Und dann hat er gesagt, als Begründung, ich habe dich erlebt, dass du loyal bist. Und wer als Grundzug Loyalität hat, der wird auch bei mir loyal sein. Und ich glaube, ich habe ihn nicht enttäuscht. Also erst mal Generalsekretär und dann Finanzminister. Nicht? Dann bin ich in die Staatskanzlei gekommen, dann Finanzminister. Dann wollte Edmund Stoiber, dass ich, und zwar 98, wieder zurückkomme in die Staatskanzlei. Eigentlich wollte ich nicht. Aber sagen Sie kurz mal, Finanzminister, war das Ihre beste Zeit, wenn Sie so zurückblicken? Weil Sie sind ja ein absoluter Finanzexperte und haben sich da immer wieder dran ausgewiesen. Wäre das eigentlich die Position gewesen, wo Sie bis zum Schluss gerne geblieben wären? Also ja, ich wäre 98 auch gern Finanzminister geblieben, weil ich durch meine Ausbildung im steuerlichen Bereich und überhaupt die Nähe zu Wirtschaft und Finanzen, glaube ich, durchaus sehr kompetent war. Aber Edmund Stoiber wollte mich in die Staatskanzlei holen und ich bin widerwillig gefolgt. Aber wir haben dann nicht mit Zukunftsoffensive Bayern, also Bayern, so richtig fit gemacht. Aber der Finanzbereich ist in der Tat mein heimatlicher Bereich, wo ich am besten in der Kompetenz aufgehoben bin. Ja. Warum mussten Sie dann aus dem Finanzbereich raus? Hatte das auch was mit der Kirchkrise zu tun, weil ja die Landesbank da Kredite gegeben hatte an Kirch und Sie waren da im Verwaltungsrat, waren Sie? Ja. Und hing das irgendwie damit zusammen oder schütteln Sie da nur den Kopf? Das war 98 nicht der Grund. Also ich habe mich auch gefragt später, warum will der Stoiber unbedingt, dass ich wieder in die Staatskanzlei gehe. Er hat auch ganz hartnäckig mich bearbeitet. Ich glaube, dass er seinerzeit schon im Kopf hatte, dass er Kanzlerkandidaten werden will, was ja dann 2002 der Fall war. Und der wollte ja in der Staatskanzlei jemand, dem er mehr oder weniger in dieser Zeit des harten Wahlkampfs bundesweit mehr oder weniger dann doch seine Arbeit zum Teil mit anvertrauen konnte. Haben Sie zu der Zeit gedacht, dass Sie sein Nachfolger werden? Haben viele gesagt. Ja, er hat zu mir auch gesagt, du könntest mein Nachfolger werden. Aber ich habe eigentlich nie so eine Karriereplanung gehabt. Ich habe das auch 2002 gegen Schröder eher skeptisch gesehen, ob das von Erfolg gekrönt ist. Aber jetzt muss ich sagen, wenn 2002 Stoiber Kanzler geworden wäre, dann wäre so eine Nähe zu diesem Amt da gewesen. Ja, das stimmt. Wär schon da gewesen. Gell? Ja, okay. Wenn wir jetzt gleich zurückkommen, Herr Huber, es ist ein spannendes Leben. Wir sind jetzt ungefähr, ja, gut über die Hälfte sind wir jetzt schon, weil wir natürlich auch gleich noch mal über aktuelle Politik sprechen müssen. Und da ist es natürlich ganz spannend, jemand wie Sie hier zu haben, um mal die Einschätzung zu hören. Wenn wir jetzt gleich zurückkommen, dann möchte ich mich mit Herrn Huber darüber unterhalten. Ja, mein Gast heute ist Erwin Huber. Und Erwin Huber war Staatskanzleichef, Generalsekretär. Er war Finanzminister, Wirtschaftsminister und CSU-Chef und über 40 Jahre Landtagsabgeordneter. Und jetzt hört Herr Huber auf. Er lässt sich im Herbst nicht mehr neu aufstellen. Herr Huber, jetzt waren wir im Jahr 2003 Ihrer unglaublich langen Karriere
Und da hat der Ministerpräsident Stoiber eine Zweidrittelmehrheit geholt. Und dann fing das an mit der Verwaltungsreform. Und sie wurde da angeworfen. Und dann gab es in der Verwaltung natürlich einen großen Aufschrei. Viele fanden das alles nicht richtig. Und dann hat er wieder gesagt, ich habe doch da einen loyalen Mitstreiter. Das muss der Erwin Huber umsetzen. Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, ich drücke es jetzt mal ganz leger aus, dass Sie die Drecksarbeit machen mussten? Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Ich wusste, dass es schwere Aufgaben sind. Es gibt Leichteres in der Politik. Aber erstens kann man es sich nicht aussuchen. Zweitens ist es ja auch etwas Spannendes. Ja? Und vieles, was wir seinerzeit entschieden haben, hat ja auch dauerhaft Bestand gehabt. Und ich glaube, dass Bayern heute nicht so gut dastünde, wenn diese Reformpolitik unter Edmund Stoiber und ich an seiner Seite nicht gewesen wäre. Aber die Leute haben immer auf Sie geschimpft, nicht? Bei jedem Reformansatz, also immer dann, wenn man Leuten was wegnimmt, dann werden natürlich die Leute auch sauer. Und dann wurde immer der Name Erwin Huber genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dann auch irgendwann mal gedacht haben, kann da nicht auch mal jemand anders für verantwortlich gemacht werden? Ich weiß noch, ich glaube, der Bund Naturschutz hat einmal eine große Leuchtschrift an die Staatskanzlei geworfen, denn im Wald, da sind die Räuber, der Huber und der Stoiber. Also mit sowas, fast Reform war das, musste man sich rumschlagen. Im Nachhinein muss ich sagen, möglicherweise bin ich manchmal zu robust mit den Leuten umgegangen. Aber wenn man natürlich merkt, es gibt Veränderungsunwilligkeit, dann gibt es schon irgendwann den Zeitpunkt, wo politisch entschieden werden muss. Unsere Zeit ist ja einmal geprägt von einer ungeheuren Dynamik. Ich glaube, dass viele Menschen an den Grenzen der Veränderungsfähigkeit sind. Und viele haben natürlich auch ein Beharrungsvermögen. Und dieses Beharrungsvermögen, das muss man dann auflösen in Dynamik. Und da brauchen wir Katalysatoren. Und der Huber war vielleicht eine Zeit lang solch ein Katalysator. Ja, und dann haben wir uns ja alle gewundert. Edmund Stoiber hat gesagt, er geht nach Berlin. Also es war auf jeden Fall das Gefühl da, dass er nach Berlin geht und dann ein Superministerium bekommt. Und das hat er dann auch nicht gemacht. Dann kam er wieder zurück. Und viele waren überrascht, weil er sagte, also wer in Bayern stark ist, muss auch in Berlin stark sein. Und dann schrumpfte das alles zusammen. Und das hat er dann ja auch im Endeffekt nicht überlebt als Ministerpräsident. Können Sie uns da noch was Neues zu erzählen, wie es dazu kam, dass Sie Parteichef wurden und der Herr Beckstein Ministerpräsident? Also zunächst einmal die Frage Edmund Stoiber nicht nach Berlin. Das war 2005, nach der gewonnenen Wahl mit Angela Merkel. Ich war wahrscheinlich der Erste, dem er anvertraut hat, er bleibt in Bayern. Da gab es einen langen Abend in der Staatskanzlei. Kurt Faltlhauser kam noch dazu. Und wir haben ihn stundenlang bearbeitet, zu sagen, und zwar nicht aus eigenem Interesse, du wirst gewaltig an Ansehen, an Zustimmung verlieren, wenn du jetzt wieder zurückgehst nach Bayern. Man wird dir vorwerfen, du bist ausgewichen von einer großen Aufgabe. Man wird es nicht verstehen. Genau. Er hat uns leider nicht geglaubt. Und ich glaube, das war das Anfang vom politischen Ende des insgesamt großartigen Politikers Edmund Stoiber. Man kann später eine Parallele ziehen. Nach dem großen Wahlerfolg von Horst Seehofer 2013, Wiedergewinnung der absoluten Mehrheit, hat er gesagt, er hört 2018 auf. Dann 2017 gesagt, ich möchte ihn doch weitermachen. So ein Hin und Her wird von den Leuten nicht verstanden, nicht akzeptiert. Und das hat bei beiden sehr negative Folgen gehabt. Und wann waren Sie sich mit Beckstein einig, dass das jetzt zu Ende geht und dass Sie es übernehmen? So eine Einigung gab es überhaupt nicht. Also, darf ich auch mal sagen, da gibt es ja immer also diese Pharma von einem Putsch in Kreuth, ja, und dergleichen mehr. Ich bin rausgefahren und habe in Kreuth bei dieser legendären Sitzung der Landtagsfraktion für den Verbleib von Edmund Stoiber gesprochen. Ich war seinerzeit Wirtschaftsminister und ich war überzeugt davon, dass wir mit ihm zusammen einen möglichen Übergang und die Wahlen 2008 schaffen sollten. Und es gab kein Bündnis oder keine Waffenbrüderschaft
mit Günther Beckstein, wir stürzen ihn nicht mehr selber. Das ist ein Unfug, ja? Das ist wirklich Unfug. Aber er hat in 12 Stunden langer Diskussion, haben ihm die meisten der Landtagskollegen gesagt, Edmund, es geht nicht mehr weiter. Ich kann mich erinnern an einen aus Oberbayern, der gesagt hat, ich verdanke dir mein Landtagsmandat. Aber Edmund, es geht nicht mehr weiter. Dies hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass er dann, wie ich glaube, überstürzt zurückgetreten ist und da musste er auch weitergehen. Aber er war ziemlich sauer auf Sie und auf Günther Beckstein. Ne? Das kann man so historisch festhalten. Ja gut, wer ist nicht sauer, der stürzt. Ja. Und die Schuld sucht man natürlich dann zunächst immer bei anderen. Aber da ist alles gesagt jetzt. Ja. Sehen Sie eine Parallele zwischen diesen 9 Monaten, die er dann sich verabschiedet hat, mit dem, was eventuell jetzt auf Markus Söder zukommen könnte, dass sich auch in die Länge zieht? Denn für Ihren Wahlkampf war es ja tödlich, dass Sie diese Zeit nicht hatten, um sich sozusagen zu präsentieren. Und für Markus Söder wird es auch immer enger. Also da sehe ich eine Parallele. Man kann wirklich sagen, die 9 Monate, die Edmund Stoiber noch im Amt war, er hat auch noch große Programme verkündet, ja. Die waren ein ganz gewaltiger Startnachteil. Es sind praktisch in dieser Zeit Günther Beckstein als designierter Ministerpräsident und ich als Parteivorsitzender, wir sind mehr oder weniger in den Schatten gestellt worden und kleiner gemacht worden. Das hat sich natürlich ausgewirkt und hat uns bei der Wahl 2008 geschadet, klar, muss man wirklich sagen. Die Zeit jetzt vom Dezember bis März bei Seehofer Söder ist kürzer. Das ist ein Vorteil. Und es kommt dazu, dass praktisch Söder schon fast wie ein Ministerpräsident agiert. Das hat Beckstein nicht gemacht. Also es sind schon Unterschiede auch. Aber man muss also sagen, die Tatsache, dass Söder jetzt mehr oder weniger schon wahrgenommen wird als nahezu Ministerpräsident, ist ein Vorteil. Aber ich glaube, jetzt im März sollte das Ganze auch formell über die Bühne gehen. Ja, aber Sie sagen März, also es kann auch der 1. April werden, nicht? Also denn er hat das erste Vierteljahr genannt. Und, der 1. April gehört nicht mehr zum März. Aber ab 1. April könnte er dann Ministerpräsident werden. Also wir wollen auch dem Horst Seehofer da keine Steine nachwerfen. Er hat gute Arbeit geleistet in Bayern. Und ich meine, er sollte also jetzt auch den Weg ebnen dann für seinen Nachfolger. Mhm. Sie sind ja schon mal gegen Horst Seehofer angetreten als Parteivorsitzender. Und ja, erst haben Sie gewonnen und dann ist er Parteivorsitzender geworden. Wie haben Sie das erlebt? Also ich habe ja 2007 haben wir gegeneinander kandidiert und ich habe gewonnen. Ich habe das eigentlich ihm gegenüber nie zelebriert. Er selber hat es offenbar als Niederlage empfunden und hat öfter als ich davon gesprochen. Ich finde, das ist in der Demokratie so, dass es demokratische Entscheidungen gibt und da kann man welche gewinnen. Und es gibt keinen Politiker, der nur Wahlen und Entscheidungen gewinnt. Mit dem muss man auch leben. Und ich bin dann 2008 relativ bald nach diesem Stimmenrückgang oder Wahlniederlage, kann man sagen, wir waren ja gewöhnt an absolute Mehrheiten, zurückgetreten und habe auch auf diese Art und Weise beitragen wollen, dass die CSU zu einem neuen Anfang kommt. Wie war das für Sie persönlich? Jetzt waren Sie so lange als Minister unterwegs und als Sie zurückgetreten sind, war Ihnen ja klar, dass Sie also ein Ministeramt wahrscheinlich nicht mehr bekommen werden. Oder hatten Sie die Hoffnung, unter Seehofer Finanzminister zu werden? Nein, mir war das schon klar, dass beides damit am Ende ist. Aber erstens habe ich diese sogenannten Privilegien, die man als Minister hat, eigentlich nie so zelebriert und nie genossen, sondern ich habe das immer als Arbeitsauftrag gesehen. Und damit war ich nicht, wenn man so will, nicht so verwöhnt, dass ich da sehr stark runtergefallen wäre. Ich bin auch im Stimmkreis vorher als Minister
mit meinem eigenen Auto unterwegs gewesen. Ich wollte das Autofahren nicht verlernen. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Minister, die dann nach vielleicht 10 oder 15 Jahren das Autofahren wieder neu lernen müssen. Also in der Situation war ich nie, weil ich glaube immer auf dem Boden geblieben bin. Aber dennoch muss man sagen, es ist natürlich nicht leicht. Ja? Ja. Denn man steht als Minister im Mittelpunkt. Ja. Einmal hat man einen großen Mitarbeiterkreis und auch bei Veranstaltungen. Und wenn man das Ministeramt nicht mehr hat, dann ist man natürlich schon in der zweiten oder dritten Reihe. Das muss man auch im Kopf verarbeiten. Ja. Ich wollte nicht mein Leben gestalten im Schatten des früheren Amtes, sondern ich wollte die Gegenwart mehr oder weniger wieder gestalten. Und diese Umstellung ist mir persönlich gelungen, aber auch dank der Unterstützung von Familie und Freunden gelungen. Ja. Der Amerikaner sagt Downsizing. Also ich würde mal sagen, Sie sind ein gelungenes Beispiel für Downsizing. Denn ja, plötzlich ist der ganze Apparat ja weg. Ne? Dann muss man also das alles... Also das Upsizing ist leichter. Ja. Das Downsizing ist schwieriger. Ja. Aber wenn manche sagen, also das ist auch ein Vorbild, schwierige Phasen in einem Leben bewältigen zu können, nicht unterzugehen und nicht auch im Schatten zu leben. Ich wollte nicht mehr oder weniger... ein Leben führen, wo man immer nur von den vergangenen Zeiten träumt und andere mehr oder weniger beneidet, sondern man muss dann sich umstellen und halt in die neuen Kleider schlüpfen. Ja. Und der Anzug ist ein bisschen kleiner, aber ist auch ganz schön. Und ich meine, Sie wurden ja politisch auch immer gehört. Ich meine, die Presse hat Sie ja nicht vergessen in der Zeit, sondern Sie haben sich ja dann auch mit markanten Sachen gemeldet und sind dann auch dadurch an die Öffentlichkeit durchgedrungen. Und einem ehemaligen Minister, der so viele Ämter gehabt hat wie Sie, dem hört man dann natürlich auch gerne zu. Und in dem Zusammenhang würde ich Sie gerne mal fragen, Sie haben ja diese Doppelspitze mal eben gelebt, auch wenn es nur ein gutes Jahr war mit Günther Beckstein. Wenn Sie sich das jetzt angucken mit Markus Söder und Horst Seehofer, die das sozusagen auch als Doppelspitze jetzt versuchen, ist das sinnvoll? Denn die starken Ministerpräsidenten, also Strauß und Stoiber, die hatten ja beide Ämter. Zeitweise. Also natürlich kann man sagen, da gibt es keine Glaubenswahrheiten. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Es hängt immer von der Situation ab. Wir hatten glänzende Zeiten, übrigens die längste Zeit hatte die CSU Doppelspitze. Also bei Strauß, eher Parteivorsitzender, Alfons Goppel, 16 Jahre, sehr erfolgreicher Landesvater, Ministerpräsident. Ja, dann war es zusammen. Und dann war Weigel gut 10 Jahre Parteivorsitzender, Streibel und Stoiber Ministerpräsidenten. Aber der Ministerpräsident wollte dann eigentlich immer den Zugriff haben auf den Parteivorsitz und dann wurde gerungen und zum Schluss hat er es gekriegt. Ja, das war öfter so. Ja. Jetzt muss man aber sagen, die Parteienlandschaft hat sich geändert. Wir haben heute eine Situation, dass es den Volksparteien, die breit angesiedelt sind und vom Unternehmer bis zum Arbeitnehmer, jung und alt, Mann und Frau, viele ansprechen wollen, das ist schwieriger geworden. Stammwähler werden ja weniger, Wechselwähler mehr. Und dann ist es aus meiner Sicht ein Vorteil, wenn man zwei Gesichter hat, die für eine Partei stehen. Und wenn jetzt und wahrscheinlich auch in der Zukunft einer Ministerpräsident ist, der kann sich voll um Bayern kümmern. Das wird aus meiner Sicht Markus Söder auch gut können. Und wenn einer in der Bundespolitik ist und dort die bundespolitische Karte für die CSU spielt, halte ich persönlich das für einen Vorteil. So wie Sie es beschreiben, macht das alles Sinn. Wir wissen aber, dass die beiden sich seit Jahren behaken. Können Sie als Insider eigentlich mal erklären, warum das so ist? Warum die beiden wie zwei Pluspole sich permanent abstoßen? Also ich kann es nicht erklären. Man kann einfach nur sagen, dass Kraftfelder heute sich auch stoßen. Nun muss man wissen, beide gehen natürlich von der Grundsatzposition der CSU aus. Ja? Die kommen ja nicht von feindlichen ideologischen Lagern. Inhaltlich sind Sie eigentlich d'accord. Dennoch, in der Politik gibt es immer Reibungsflächen, gibt es immer Konflikte. Und Freunde werden die vielleicht auch nicht mehr in diesem Leben. Aber es geht auch nicht darum. Zu viel Freundschaft ist vielleicht sogar ein Nachteil. Sondern man muss wissen, dass man einer Aufgabe dient und dann versuchen,
also ein sinnvolles Miteinander zu finden, setzt voraus, dass man sich abfindet mit dieser speziellen Position. Ich hoffe, dass es gelingt und dass beide dieses Bewusstsein haben. Ja, also Horst Seehofer ist jetzt nochmal für 2 Jahre gewählt. Würden Sie sagen, er ist Parteichef auf Abruf? Die 2 Jahre gelten. Also 2 Jahre sind in der heutigen Zeit ja schon eine lange Zeit. Ja. Und dann wird man im Jahr 2019 sehen. Hängt auch davon ab, und das ist seine eigene Entscheidung, ob er als Bundesminister in die Bundesregierung eintritt. Die CSU wird es akzeptieren, oder ob er sich allmählich auf andere Lebenssituationen vorbereitet. Das darf er selber entscheiden, wer auch sein Leben so 40 Jahre in der Politik verbracht hat und auch diesen Arbeitseinsatz gebracht hat. Die CSU wird seine Entscheidung akzeptieren. Würden Sie es ihm empfehlen, Bundesminister zu werden? Wenn er mich fragt, werde ich ihm das sagen, ja. Das klingt jetzt nicht so. Aber Sie würden auch nicht grundsätzlich sagen, dass es für einen Politiker zu viel ist, Ministerpräsident zu sein und Parteichef. Das geht schon. Es geht schon für eine begrenzte Zeit, wobei man sagen muss, es ist heute schwieriger. Die Termine sind mehr. Der Aktionsradius eines Parteivorsitzenden ist ja nicht nur München und Berlin. Das ist Europa, das ist zum Teil die ganze Welt. Die CSU ist ja nicht eine Regionalpartei, sondern muss auch in Sachen Außenpolitik weltweit präsent sein. Also ich glaube, dass bei dieser Aufgabenfülle, bei dieser Dynamik unserer Zeit, es auch von der Arbeitsteilung her sinnvoll ist, 2 zu haben. Da Sie ein Freund klarer Aussprache sind und wir hier in München davon betroffen sind, Sie sind jemand, der sagt, die dritte Startbahn muss kommen. Da hört man aus Ihrer Partei unterschiedliche Dinge. Warum glauben Sie, dass die dritte Startbahn kommen muss? Und können Sie sich vorstellen, dass man das dadurch erreicht, dass man das Ganze umwandelt in einer AG? Weil dann könnte der Freistaat so handeln, wie er sich das vorstellt. Die Münchner Stadtpolitik wäre dann raus. Also zunächst einmal, der Flughafen wird ja nicht gebaut, einfach weil er schön ist, sondern es ist eine Frage der Nachfrage. Als der Flughafen jetzt München, Franz Josef Strauß, gestartet hat, hat er 12 Millionen Passagiere gehabt in einem Jahr. Im Jahr 2017 hat er 44 Millionen gehabt. Die Menschen sind es, die dort fliegen. Es ist eine Dienstleistung für die Menschen. Als er 28 Millionen hatte, hat man die Grundsatzentscheidung mit der Stadt München getroffen, wir brauchen eine dritte Stadtbahn. Jetzt ist die Notwendigkeit immer noch stärker geworden. Ich glaube, dass es im Interesse Bayerns ist, diese dritte Stadtbahn zu bauen. Sie wird auch kommen, ich bin absolut überzeugt. Der Weg dazu ist noch ein bisschen schwieriger. Über eine AG, würden Sie sagen, dass man das... Das wäre ein Weg. Man kann auch sagen, wir machen die Landtagswahl zu einem Votum dafür. Also in der CSU gibt es übrigens da kaum Meinungsunterschiede. Also ich würde mal sagen, von den Landtagsabgeordneten, von den Mitgliedern der Staatsregierung, auch die CSU München, 95% sind für die dritte Stadtbahn. Wir stehen dafür. Aber nicht vor der Landtagswahl, oder? Ich bin dafür, dass wir auch vor der Landtagswahl noch Weichen stellen, die deutlich machen, wir sind für die dritte Stadtbahn. Sie wird auch kommen. Herr Huber, jetzt aktive Laufbahn geht zu Ende. Was dann? Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, klar. Aber also man muss sich umstellen. Völlig klar, das ist ein Prozess. Man kann ja nicht Phantompolitiker bleiben, ja? Und sagen, ich rede genauso mit, als wenn ich aktiver Politiker bin. Es wird sich verändern. Können Sie keine Meinung mehr äußern, wenn Sie gefragt werden? Gefragt wird schon, weil man wird ja nicht meinungslos. Nein. Aber man muss akzeptieren, dass die in der Verantwortung sind, die gewählt sind in die Verantwortung, natürlich die Entscheidung auch haben. Ich mache mir nicht die Illusion, dass dann viele sagen, ja gut, wir werden auf den Rat schon zurückkommen. Das wird gelegentlich der Fall sein, vor allem wenn es schwierig ist, aber in der Regel nicht. Und es ist auch richtig so, denn man kommt ja dann doch aus der Zeit oder aus der Aktualität heraus.
Also ich möchte mein Leben schon eigentlich völlig verändern. Ja? Also nicht aber vielleicht kommt ja das Angebot als Ehrenvorsitzender der CSU. Ich meine, wer so viel Zeit für diese Partei aufgewendet hat, dem steht das doch eigentlich zu. Würden Sie das entgegennehmen? Ich bin ja schon auf Kreis- und auf Bezirksebene also gefragt worden. Ich habe gesagt, solange ich aktiv bin, möchte ich eigentlich nicht also in Ehrenpositionen kommen. Aber damit sind ja keine Funktionen verbunden. Also eines möchte ich schon sagen, wenn ich im Oktober dann mein Landtagsmandat abgebe, dann höre ich auf als aktiver Politiker. Ich bin dann Staatsbürger wie jeder andere, nehme mein Wahlrecht natürlich auch in Anspruch, sage dann etwas, wenn ich gefragt werde, aber ich bin dann mehr Privatmensch. Und deshalb habe ich mir schon überlegt, was ich so alles tun kann. Ich werde ja nicht zu Hause sitzen. Also ein Leben auf dem Canapé vor dem Fernsehschirm werde ich nicht haben, sondern Golf, aktiv sein. Lernen Sie Golf? Oder nein, da bin ich zu wenig begabt. Ich werde im Sommer Radl fahren. Ich habe angefangen, Klavier zu lernen. Ich habe noch Ehrgeiz. Ich möchte noch mal Klavier spielen. Im Leben, aber da brauche ich noch viele Stunden und eine lange Zeit. Herr Huber, wenn Sie soweit sind, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mal was vorspielen würden. An bei Ihnen gebe ich das erste Konzert. Okay, wir sehen Sie beim Wort. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke auch. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.